Du bist ein wundervoller Mensch und du hast ein wundervolles Leben. Vielleicht schaust du dir meine Videos an und du denkst dir, wow, der Marco, der hat ein tolles Leben, der ist echt toll, der hat tolle Fähigkeiten, der weiß so viel und so weiter und so weiter. Aber ich möchte dich davor warnen, mich zu sehr zu bewundern. Ja, zum einen siehst du nur das Positive. Ja. Natürlich versuche ich, so authentisch wie möglich zu sein und teile auch negative Dinge mit dir. Aber oft siehst du nur das Positive. Ja. Und wenn ich etwas erzähle über ein Thema, über persönliche Entwicklung, ja, dann bekommst du vielleicht den Eindruck, dass ich das schon gemeistert habe. Ja. Ich sage, hey, glaub an dich, sei selbstbewusst, habe keine Angst und so weiter. Und du denkst dir vielleicht, oh wow, Marco ist sehr selbstbewusst, Marco hat keine Angst und so weiter. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Und deswegen möchte ich mit dir über das Thema sprechen. Wir lehren oft das, was wir selber lernen müssen. Ja, also wenn immer du jemanden siehst, der sehr weise scheint, der sehr schlaue Dinge sagt, ja, von dem du sehr viel lernst, ja, dann erinnere dich daran, dass dieser Mensch vielleicht nur das lehrt, was er selber lernen muss. Ja? Und wenn jemand etwas sagt, dann heißt das nicht unbedingt immer, dass derjenige auch danach lebt. Ja? Vielleicht muss derjenige es lernen und deswegen lehrt er es. Und genauso ist es vielleicht auch mit dir, wenn du Dinge lehrst oder wenn du dich mit Leuten unterhältst und zum Beispiel einen Ratschlag gibst. Ja, oft sind Ratschläge, die wir anderen Leuten geben, etwas, das wir selber hören müssen. Ja, pass mal drauf auf, vielleicht entdeckst du sehr interessante Dinge über dich und über die Menschen um dich herum. Ja? Wir lehren das, was wir selber lernen müssen und wir geben Ratschläge, die wir selber hören müssen. Ja? Sei denn, wir haben mal eine sehr gute Einsicht in die Person, mit der wir gerade sprechen. Ja? Also manchmal spreche ich persönlich mit jemandem oder ich schreibe euch zum Beispiel oder ich in meinem Privatleben rede ich mit einer Person, ja? Dann kann es vorkommen, dass ich denke, ah, ich glaube, der Person würde gerade der und der Ratschlag sehr helfen. Ja? Aber das, denke ich, ist vielleicht die Ausnahme. Ja? Vielleicht in 10% der Fälle denken wir, ach, ich weiß, für genau diese Person ist genau die eine Sache hilfreich. Ja? Dieses eine Buch ist gerade für diese Person hilfreich. Aber ich denke, 90% der Fälle ist es so, dass wir eigentlich eine bestimmte Weisheit selber wertschätzen müssen. Ja? Ich bin gespannt, was du über diese Idee denkst. Ja, sag mir Bescheid in den Kommentaren. Und hey, wenn du effektiv Deutsch lernen möchtest und auch wenn du etwas über persönliche Entwicklung lernen möchtest und dabei Deutsch lernen möchtest, dann schreibe dich ein, joingermanclub.com. Und zurzeit arbeite ich an dem nächsten Kurs und er ist schon für dich verfügbar. Es ist ein Kurs über Zeitmanagement. Also wenn du persönliche Entwicklung magst, dann schreibe dich ein, joingermanclub.com und besuche den Kurs über Zeitmanagement und bald noch viel mehr
Kurse über persönliche Entwicklung. Ja, und Kurse über deutsche Geschichte, deutsche Kultur, deutsche Orte, wie man Deutsch lernt, die sind alle schon komplett fertig. Okay, wir sehen uns in der Akademie. Join germanclub.com. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen.